Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sportstech. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Garmin hat letztes Jahr im Februar die Garmin Instinct 2 und 2S vorgestellt. Dieses Jahr vervollständigt das Unternehmen die Serie mit der Garmin Instinct 2X. Es gibt jetzt sozusagen eine kleine, eine mittlere und eine große Variante. Was die Garmin Instinct 2X aber von den anderen beiden unterscheidet, ist, dass diese eine Taschenlampe bekommen hat, die Trainingsbereitschaft auf die Uhr findet und die Solarfläche um 50% größer ist. Ich bin mit der Uhr laufen gewesen, Radfahren, habe Krafttraining und Yoga gemacht und ein Workout mit 320 Burpees. Egal, falls dich jetzt interessiert, wie gut die Uhr in meinen Test abgeschlossen hat, wie gut die Pulsmessung funktioniert hat und wie genau das GPS ist, dann bleib dran, denn das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Von der Uhr gibt es drei Solarvarianten und zwei Tactical-Varianten. Die Tactical-Varianten sind im Prinzip gleich wie die Solarvarianten, haben aber nur ein paar zusätzliche taktische Features, wie zum Beispiel Night Vision. Damit wird einfach das Display mit Nachtsichtgerät noch besser ablesbar. Oder Jump Master, hier gibt es diverse Unterstützungen beim Fallschirmsprung. Aber sonst sind sie soweit gleich. Die Solarvarianten kosten 449,99 und die taktische Variante 499,99, also um 50 Euro mehr. Wie immer beginnen wir mit den technischen Daten. Die Uhr hat einen Durchmesser von 50 mm und ist 14,5 mm dick und bringt 67 Gramm auf die Waage. Einen kleinen Vergleich: Hier ist zum Beispiel die Phoenix 7X von der Größe her, der hat 51 mm, und man sieht, dass die eine Spur größer ist wie die Instinct 2X. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, beziehungsweise Garmin nennt es faserverstärktes Polymer. Die Uhr hat auf der einen Seite zwei Knöpfe und auf der anderen Seite drei, kennt man im Prinzip eh schon. Auf der Rückseite finden wir den Elevate 4 Pulsmesser, den optischen, der wie gesagt schon seit 2022 verbaut wird, der aktuellste ist. Und eine Besonderheit: auf der Oberseite der Uhr bekommt man dann das LED-Licht zu sehen. Die Uhr hat grundsätzlich 26 mm Armbänder, die sind fix montiert, man kann die aber wechseln, ich werde das dann gleich zeigen. Die haben so eine leichte Wölbung nach unten. Das hat aber den großen Vorteil, dass sie das Armgelenk wunderbar umgeben und ein Wackeln der Uhr somit verhindert wird. So, ich werde jetzt dann versuchen, die Armbänder zu wechseln. Das ist durch die Kamera nicht so einfach. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür, aber ich gebe mein Bestes. Hier ist der Federstift drinnen, den drücken wir hinein und dann sollte eigentlich genau das Armband rausgehen. Man sieht das hier, das hat sich gelöst. Wir können das erste rausnehmen. Ich lege das mal zur Seite. Und hier auf der zweiten Seite machen wir das Gleiche. Ja, ich glaube, das hat funktioniert. Ja, wir haben auch hier, nein, laufen will ich jetzt nicht. Wir haben auch hier das Armband herausgegeben. So, und jetzt kommt eine wichtige Sache: Wir nehmen diese Federstifte wieder heraus und stecken die hier rein. Erstes ist montiert. Na, komm her. Zweites haben wir auch heraus. Wir stecken das da wieder hinein. Na. So. Jetzt haben wir im Prinzip alles Notwendige gemacht, um Quickfit-Bänder zu verwenden. Ich zeige euch jetzt ein paar Beispiele. Wir haben die Uhr hier. Wir können ein ganz normales Phoenix 7X Armband nehmen. Zack, wir klicken das drauf und wir haben die Uhr mit einem, ja, Silikonarmband, einem Phoenix 7 Silikonarmband ausgestattet. Man kann natürlich auch noch hergehen und so. Und jetzt
Dann haben wir das Ganze auch mit einem Nylonarmband. Oder eine dritte Variante zeige ich euch auch noch. Ich gebe ein Tactical Armband drauf. Schaut doch toll aus. So, ich habe wieder zurück zum Originalarmband gewechselt. Als nächstes schauen wir uns kurz das Display an. Dieses hat eine Größe von 1,1 Zoll, eine Auflösung von 176 x 176 Pixel, ist ein monochromes, transflektives Memory in Pixel Display. Es ist ein Solaring verbaut. Der kann 100% der Sonnenstrahlung aufnehmen. Das restliche Display hat auch Solar- oder Photovoltaikzellen drinnen, kann aber nur 10% der Sonnenstrahlung aufnehmen. Im Vergleich zur Instinct 2 kann die Uhr somit um 50% mehr Solarladung aufnehmen. Schauen wir uns mal die Akkulaufzeit an. Grundsätzlich kann man sagen, 40 Tage mit im Smartwatch-Modus bzw. unbegrenzt mit Solarladung. Ich komme auf das Thema gleich zu sprechen. Und es soll sogar im Energiesparmodus bis zu 100 Tagen bzw. Solarladung wieder unbegrenzt gehen. Was bedeutet Solarladung? Garmin sagt, Ausgangsbasis ist eine ganztägige Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux. Vielleicht fragt sich der eine oder andere von euch, ja, was hat das mit diesen ganzen Lux auf sich? 50.000 Lux, was ist das, was bedeutet das? Mir ist es genauso gegangen, ich musste da mal kurz nachlesen. Also grundsätzlich kann man sagen, Lux ist Latein, bedeutet Licht und ist die Einheit für die Beleuchtungsstärke. Das heißt, an einem strahlenden Sonnentag ist die Beleuchtungsstärke circa Daumen mal Pi 100.000. An einem dunklen Wintertag werden nur 3.000 bis 5.000 Lux sozusagen an Beleuchtungsstärke erzielt. Das bedeutet, 3 Stunden muss man sich im Freien aufhalten, 50 km muss die Beleuchtungsstärke sein, das ist jetzt nicht so viel. Und dann sollte eigentlich die Uhr so viel laden können, dass man eine unendliche Akkulaufzeit erzielen kann. Ist das realistisch? Ich habe das Ganze ein bisschen getestet. Ich habe die Uhr einmal für 4 Stunden bei bewölktem Wetter in die Sonne gelegt oder ins Freie gelegt und konnte in 4 Stunden 2% aufladen. Ich habe das Ganze dann noch einmal wiederholt und habe sogar in 2,5 Stunden bei strahlendem Sonnenschein 3% aufladen können. Das bedeutet, dieser Solaring ist im Prinzip kein Gimmick mehr, sondern hat eine wirkliche Funktion. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im Sommer, wenn man stundenlang draußen ist, man ist im Freibad, hält sich im Garten auf oder ist vielleicht im Urlaub am Meer, dass man das Ladekabel tatsächlich vergisst oder das verstaubt, weil man es einfach nicht braucht. Ich meine, die Uhr hat an sich schon eine wirklich sehr gute Akkulaufzeit und durch diese Solarladung bekommt man auch noch Akku wieder zurück. Welche Neuerungen gibt es jetzt auf der Uhr? Wie bereits erwähnt, es gibt jetzt eine Taschenlampe auf der Uhr, die ist furchtbar praktisch. Sie leuchtet wahlweise in Weiß oder Rot, Weiß in 4 Stufen. Bei der taktischen Variante wird das rote Licht mit einem grünen Licht ersetzt. Und das ist einfach irrsinnig praktisch, wenn ich draußen irgendwo nachts unterwegs bin und ich brauche Licht oder ja, ich gehe auf Nacht aufs Klo und will jetzt nicht alle aufwecken, dann ist die Uhr super, super praktisch und ich kann mir wunderbar den Weg leuchten. Nächstes kommt Multiband-GPS auf die Uhr. Das heißt, die Uhr kann neben der L1-Frequenz auch die L5-Frequenz nutzen. Das heißt, die GPS-Genauigkeit wird dadurch verbessert. Und ja, Multiband-GPS ist im Prinzip so der Goldstandard im Moment. Was mich nur ein bisschen stört oder was ich schade finde, ist, dass die Uhr kein SAT-IQ unterstützt. SAT-IQ bedeutet, dass die Uhr je nach Bedarf Multiband dazuschalten und wegschalten kann, je nachdem, ob ich am freien Feld laufe oder irgendwo im Wald. Das kann die Uhr nicht. Ich glaube aber eher, dass das wahrscheinlich eine Hardware-Limitierung ist und ja, die Uhr das einfach deswegen nicht kann. Die Funktion Trainingsbereitschaft kommt ebenfalls auf die Instinct 2X. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Tool, das mir sagt, wie bereit ich für mein Training bin. Kann ich ein intensives Intervalltraining machen oder sollte ich halt doch eher einen Pausentag oder ein ruhiges Yoga machen? Dieses Tool hilft mir dabei. Es gibt ja verschiedene Faktoren, die hier Einfluss haben, wie mein Schlaf, meine Recovery Time, mein HRV-Status, meine akute Belastung. Stress- und Schlafprotokoll ebenfalls, diese werden hier nicht angezeigt, laut Garmin werden diese aber auch in die Berechnung mit einbezogen.
Die Trainingsbereitschaft zeigt sich in einer Zahl zwischen 1 und 100, ist in 5 Bereiche eingeteilt und je höher die Zahl ist, desto trainingsbereiter bin ich und desto intensiver kann ich dann auch mein Training gestalten. Dann gibt es natürlich auch noch den Morgenreport. Damit wird man in der Früh direkt nach dem Aufwachen begrüßt. Dieser zeigt mir an, wie meine Schlafdaten waren, meine HRV-Werte der letzten Nacht, aber auch, wie wird das Wetter vom heutigen Tag, welche Trainingsvorschläge habe ich, beziehungsweise wie hat sich meine Bodybatterie aufgeladen. Alles diese Sachen fasst mir der Morgenreport dann zusammen. So, als nächstes schauen wir uns die Pulsmessung an. Die Instinct 2X hat den gleichen Sensor wie er seit 2022, ich glaube, in jedem Modell von Garmin verbaut worden ist, den Elevate 4. Aus meinen letzten zwei Tests, ich habe die Forerunner 965 getestet und die Forerunner 265, habe ich mir eigentlich eine sehr gute, solide Leistung erwartet. Das war es auch. Ich bin hier mit zwei Uhren gelaufen, auf der einen Seite der Instinct 2X, auf der anderen Hand die Phoenix 7X. Die Phoenix 7X war mit dem Brustgurt verbunden. Das war ein relativ gemächlicher Lauf. Hier hat es eine kleine Steigung gegeben, die bin ich hinaufgelaufen, bin sie dann wieder runtergelaufen und wieder nach Hause. Und wie man sieht, wunderbare Leistung. Hier hat es eigentlich kaum irgendwelche großen Abweichungen gegeben. Und ich wiederhole mich wieder, bei einem gleichmäßigen Lauf braucht man fast keinen Brustgurt mehr. Das zweite Beispiel ist schon ein bisschen interessanter. Hier bin ich 15 mal 100 Meter Intervalle gelaufen. Ich wollte hier wirklich Gas geben, um die Pulsmessung mal wirklich ans Limit zu bringen. Was man auf jeden Fall erkennen kann, es hat 13 mal super geklappt. Was mir aber aufgefallen ist und was ich nicht verstehe, weil ich nicht wirklich etwas geändert habe, also ich habe die Uhr jetzt nicht enger oder lockerer gestellt, ist, dass beim 14. und 15. Intervall das aber gar nicht geklappt hat. Was ihr hier seht, ist ein Cardio-Training und zwar habe ich 30 Minuten lang Burpees gemacht. In den ersten 10 Minuten sieht man, dass die Pulsmessung ein bisschen Probleme hat, mit dem Brustgurt mitzukommen. Aber dann im Großen und Ganzen hat es super funktioniert und es gab eigentlich wenig Abweichungen. Bis zum Schluss eigentlich eine sehr solide Leistung. So, mein viertes Beispiel, heute habe ich 5 Beispiele sogar für euch. Mein viertes Beispiel ist ein Krafttraining. Hier war zu erwarten, dass es Unterschiede gibt. Im Großen und Ganzen sieht man, dass der Trend gepasst hat. Mir wird sowas reichen. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass es hier auf jeden Fall einen Ausreißer gibt, beziehungsweise am Schluss das auch ein bisschen unschön ist. Und hier habe ich noch ein Beispiel, wie ich Rad gefahren bin. Ich habe erwartet, dass aufgrund der Anspannung des Unterarms die Pulsmessung jetzt nicht optimal sein wird. War es auch nicht. Man sieht ja doch einige Unterschiede, aber im Großen und Ganzen ist das Ergebnis okay. Wenn für mich beim Radfahren die Pulsmessung wichtig ist, dann würde ich auf jeden Fall einen Brustgurt verwenden. Was GPS-Genauigkeit betrifft, werde ich es jetzt kurz und schmerzlos machen. Die Uhr hat Multiband-GPS verbaut. Das ist der Goldstandard der GPS-Genauigkeit und genau so war meine Erfahrung. Wenn man reinzoomt, sieht man einfach, ich bin mit dem Rad gefahren auf der rechten Straßenseite, auf der Mollerammer Straße. Ja, was soll ich sagen? Das ist auf den Punkt genau. Hier ist alles tippitoppi aufgezeichnet. Auch hier sieht man wunderbar, wie ich gefahren bin. Und was ich relativ witzig finde, ist, dass ich sogar hier, ich zoome hier so weit wie es geht rein, hier kurz mit dem Rad stehen geblieben bin, weil ich was gerichtet habe. Ich bin zur Seite gefahren und dann wieder weitergefahren. Auch das wird wunderbar aufgezeichnet. Ich bin diesen kleinen Fahrradweg gefahren und dann in den Wald hinein und selbst da hat es eigentlich kaum irgendwelche Probleme gegeben, beziehungsweise hat es keine Probleme bei der Aufzeichnung gegeben. Zusammenfassend kann man sagen, man muss halt diese G-Shock-Optik mögen und es darf einen die sehr minimalistische Benutzeroberfläche nicht stören. Auf der anderen Seite bekommt man eine Taschenlampe, die sehr, sehr praktisch ist und eine theoretisch unendliche Batterielaufzeit. Ich bekomme zwar keine Kartennavigation, aber die Brotkrümelnavigation funktioniert eigentlich relativ gut. Und generell würde ich sagen, dass wahrscheinlich 90% aller Features, die normalerweise die Top-Uhren von Garmin besitzen, auch auf diese Uhr finden oder gefunden haben. Das GPS ist top und die Pulsmessung sehr gut und die Uhr kostet im Prinzip nur 450 bis 500 Euro, je nach Variante. Also ich würde schon sagen, ein recht rundes Paket.
Wie immer interessiert mich natürlich eure Meinung auch. Habt ihr die Uhr? Wie zufrieden seid ihr damit? Oder habt ihr vor, sie zu kaufen? Gibt es irgendwelche Fragen, die jetzt vielleicht in meinem Video nicht beantwortet worden sind? Dann seid so gut, schreibt sie mir in die Kommentare oder kommt in meine Telegram-Gruppe und wir unterhalten uns darüber. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Haut rein, seid großartig und bis zum nächsten Mal.